Willkommen zurück in Tropico. Es geht wieder auf die Insel. Ja, für die bin ich auch reif, meistens. Und diesmal darf man natürlich wieder Besitz ergreifen von der tropischen Insel, die man als Herrscher regiert, aufbaut und verwalten muss. Und diesmal muss man sie auch erforschen. Man sieht hier schon, es gibt nämlich jetzt erstmals in der Serie einen Nebel des Krieges. Und da muss man dann wirklich gucken, wo sind denn die Rohstoffvorkommen. Und man darf sich natürlich wieder wunderbar selbst seinen Herrscher definieren, wie immer mit verschiedenen Hüten und Sachen und Klamotten. Aber das Wichtige an der Serie ist eigentlich diesmal, dass man sich sogar eine richtige Dynastie aufbauen kann in seiner Familie und dann auch entsprechend Familienmitglieder hat, denen man sogar andere Jobs zuweisen kann oder denen sogar den Präsidentensessel überlassen. Das klingt sehr cool. Ist auch eine der größten Neuerungen. Ansonsten orientiert sich Tropico 5 sehr stark am Vorgänger. Also man baut hier wieder auf, kann seine Gebäude überall hinbauen und hatte einfach Spaß dran, so seine Siedlungen zu errichten. Und dabei muss man natürlich auch darauf achten, wie die politische Situation ist. Also man muss ja Wahlen gewinnen und die Leute auch noch glücklich halten dabei. Also immer recht komplex das Ganze. Dieser Bibliothek, die wir da gerade errichtet haben, ist es zum Beispiel so, dass die für Forschungspunkte sorgt, die man dann entsprechend ausgeben kann, um neue Technologien und so weiter zu erforschen und sogar jetzt neuerdings auch Gebäude zu upgraden. Ja, und wenn man die Gebäude upgradet, dann sieht man gerade hier eine der grafischen Verbesserungen von Tropico 5. Es gibt jetzt nämlich wirklich Baukräne, die Wolkenkratzer in die Höhe ziehen. Einfach ein schönes Detail, aber grafisch ist natürlich noch immer sehr nah an Tropico 4. Was sich dagegen geändert hat, ist der Handel. Da versuchen die Entwickler ein bisschen mehr Komplexität reinzubringen. Man kann jetzt so eine richtige Handelsflotte aufbauen mit mehreren Schiffen. Und es gibt dann auch Termingeschäfte, die man wahrnehmen muss. Zum Beispiel den USA irgendwie Kaffee bringen und dadurch kann man dann auch seinen diplomatischen Status verbessern mit denen. Das könnte allerdings für Verwirrung sorgen und für Ärger im politischen Sinne, denn diesmal spielt Tropico 5 in 4 Zeitepochen. Und wenn du dann zum Beispiel in der Ära des Kalten Krieges den Amerikanern Stahl lieferst und damit schön viel Geld verdienst, werden die Russen darüber natürlich nicht erfreut sein und dementsprechend werden die diplomatischen Beziehungen zu diesem Land sich verschlechtern. Ja, und diese Epochen spielen wirklich eine große Rolle in Tropico 5. Da ändert sich auch das ganze Aussehen der Stadt. Das Lustige ist dabei, du kannst auch die alten Gebäude zum Beispiel von der Kolonialzeit in deinem Stadtkern lassen und drumherum baust du eben dann die Hochhäuser aus der modernen Epoche. Also das dürfte für einige mehr Abwechslung im Stadtbild sorgen. Es sieht schon sehr interessant aus und ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Wann kommt es denn dann endlich raus? Ja, die Entwickler sagen, es kommt irgendwann 2014. Ich denke mal, wahrscheinlich eher gegen Ende des Jahres. Und für mich sieht das sehr spannend aus, wie wirklich der größte Schritt in der Serie seit Tropico 3. Und bin sehr gespannt und freue mich darauf.